Der Leitzins in den USA hat seit Mittwochabend das höchste Niveau seit 14 Jahren erreicht. Um 0,75 Prozentpunkte hat die Notenbank Fed den Leitzins angehoben auf die Spanne von jetzt 3 bis 3,25 Prozent. Puh, das hat natürlich ganz schön gesessen, ne, am Markt. Wie sich das Ganze jetzt charttechnisch auf DAX und Co. auswirkt, das besprechen wir mit Martin Utschneider. Er ist der Leiter der technischen Analyse bei Donner und Reuschel. Hallo Martin, ich darf dich ganz herzlich bei Wall Street Online begrüßen. Ja, hallo Conny. Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich auch speziell, heute einen Tag nach der Zinserhöhung hier dabei sein zu dürfen. Ist natürlich eine ganz wichtige und marktbewegende Situation im Moment. Absolut. Und das schauen wir uns auch gleich charttechnisch mal ganz genau an. Ja, die Zinsen steigen, die Aktien fallen. Das ist so eine klassische Kausalität am Markt. Kommt natürlich noch einiges Erschwerendes mehr hinzu. Hohe Inflation, Rezessionsängste, Krieg, Energiepreise etc. pp. Aber jetzt schauen wir mal ganz genau, was der DAX, der Markt, jetzt aus diesem jüngsten Jumbo-Zinsschritt, wie er in einigen Medien betitelt wird, charttechnisch gemacht hat. Ja, also er macht eigentlich übergeordnet nichts anderes, als schon seit Anfang des Jahres erfällt, trendmäßig. Wenn man die Trendfolge hier beachtet, dann sieht man natürlich, übergeordnet geht's weiter nach unten. Der DAX ist nach wie vor unter sämtlichen gleitenden Durchschnitten und man sieht's hier an der, ja, an dem gestrichelten Kanal. Es ist übergeordnet ein Abwärtsmodus erkennbar und wir bewegen uns absolut in Richtung neuer Supportlines, die da laufen, bei knapp 12.500, 12.400, 12.300 gerundet. Und da müssen wir uns jetzt momentan aber auch einstellen. Also der Jumbo-Zinsschritt gestern, der war das eine, der war auch im DAX mehr oder weniger eingepreist. Das Problem ist allerdings, oder die Angst ist jetzt da, dass die Fed weiterhin, ja, weitere Jumbo-Zinsschritte machen wird. Und das merkt man natürlich zwar heute, Intraday noch nicht, der DAX ist heute im Plus, hält sich da immer noch oberhalb dieser Supportlinie bei 12.343, aber man merkt natürlich, übergeordnet ist weiterhin Verunsicherung, Nervosität und Abverkaufsstimmung da. Ja, während europäische Assets zunehmend an Attraktivität einbüßen aufgrund der drohenden Rezession, gewinnt der Dollar immer mehr Interessenten. Der Dollarindex ist auch unlängst, also der Dollarindex, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, ist unlängst auch auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen. Der Euro schmiert natürlich im Vergleich zum Dollar weiter ab und ist auf den tiefsten Stand seit fast 20 Jahren unlängst gefallen. Wie sieht denn da das technische Bild aktuell aus? Ja, Conny, du sprichst das an. Absolute, natürlich Divergenz zwischen diesen beiden Währungen. Der Euro kennt, der Dollar scheint kein Halten nach oben zu kennen und der Euro auch kein Halten nach unten. Wir haben ja hier schon lange immer davor gewarnt, schon vor Jahren, dass diese Zinspolitik der EZB den Euro, ja, weitestgehend schwächt, eben extrem schwächt. Und man sieht es auch hier in der übergeordneten, ja, Schulterkopf-Schulterformation, die ja ihr Kursziel schon erreicht hat. Also wir haben hier vor einigen Wochen schon davor gewarnt, dass wir auf 0,992 gehen könnten. Jetzt sind wir zuletzt bei 0,987. Also man merkt, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, wir wären wieder froh um Parität. Jahrelang haben wir gesagt, nur keine Parität, nur nicht 1:1. Jetzt sind wir charttechnisch, zum einen optisch, aber auch zum anderen chart- und markttechnisch deutlich unter der Parität. Also das ist wirklich ein extremes Negativszenario, das hier für den Euro gezeichnet wird. Und die Parität ist das Psychologische, aber die chart- und markttechnische Variante bzw. Linie, die wichtig ist, ist die 1,0345. Da müsste der Euro erst wieder drüber gehen und das sind natürlich Welten, wenn man jetzt hier geopolitisch, aber auch notenbankpolitisch die Situation ansieht. Die Amerikaner geben weiter Gas in der Zinserhöhung. Der Rendite- und Zinsspread wird weiterhin weit auseinanderbleiben. Und für den Euro gibt es weiterhin nur eine Richtung, die geht nach unten und zwar deutlich unter Parität. Also DAX charttechnisch stark angeschlagen, Euro charttechnisch stark angeschlagen. Schauen wir mal auf den Goldpreis. Gold, ja, immer vermeintlich sicherer Hafen. Ja, Pustekuchen ist auch schon lange nicht mehr wirklich so. Man wird ja so im Laufe der Jahre als Finanzjournalistin auch so ein bisschen zum Hobby-Charttechniker. Und ich habe mir den Chart auch mal angeguckt und auch da eine SKS, glaube ich, identifiziert, aber die ist nach unten aufgelöst worden, oder? Ganz genau, Conny. Das ist wirklich im Moment, wir hatten noch die Hoffnung bei 16,81,
dass diese Nackenlinie hält. Die hat, ist jetzt auch nach unten aufgelöst worden. Und das heißt, wir haben jetzt rein aus technischer Sicht nochmal Rückschlagspotenzial von knapp 120 Euro nach unten, also 1.681 minus 120, sondern sind wir bei 1.550. Also auch gut, die Werthaltigkeit des Goldes ist unbestritten, da braucht man nicht reden, das ist absolut werthaltig, der Wert ist eigentlich unermesslich, aber der Preis, und an den Börsen werden eben Preise gehandelt, der Goldpreis ist massiv unter Druck. Hält sich hier to date, hat sich lange hier to date noch im Plus gehalten, ist jetzt auch nach unten durchtendiert. Hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass der Dollar extrem stark ist und die Korrelation zwischen Gold und Dollar ist ja in der Regel immer divergent. Und zum anderen natürlich auch aufgrund der Zinserhöhungen. Also Zinspapiere werden jetzt zumindest in den USA wieder interessanter, werden wieder nachgefragt. Und das belastet natürlich bis auf Weiteres auch den Goldpreis. Perspektivisch on the long run würde ich nie auf Gold verzichten, aber im Moment ist es so, dass man sich auch nochmal auf gut 100 bis 120 Dollar tiefere Notierungen einstellen sollte. Ja, dann versuchen wir zu guter Letzt ja unser Glück nochmal mit dem Bitcoin. Kann man denn da charttechnisch irgendwelche steigenden Kurse prognostizieren oder ist da, wie du vielleicht in einem anderen Interview schon mal gesagt hast, die Story doch aktuell vorbei? Ja, ich bin ja froh, dass wir uns nicht persönlich sehen, weil es war im Mittelalter zumindest so, dass der Überbringer schlechter Nachrichten geköpft wurde. Und von dem her haben wir einen guten Sicherheitsabstand, wir zwei. Und das ist eben genau hier auch beim Bitcoin der Fall. Bitcoin, ähnlich wie beim Gold, wo ich gesagt habe, der Wert ist unermesslich. Die Blockchain-Technologie, die ganze Blockchain-Systematik, das ist alles Zukunft. Das ist Gegenwart und Zukunft zugleich. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Da gibt es auch keine Diskussion. Aber der Bitcoin-Preis oder Bitcoin-Kurs ist übergeordnet absolut abwärts gerichtet. Auch hier haben wir im Kleinen keine klassische, aber auch eine atypische Ausprägung einer Schulterkopf-Schulterformation. Wir testen im Moment ganz, ganz wichtig die 18.496. Da sind wir im Moment noch ganz minimal drüber, aber zwischen 18.500, sage ich jetzt einmal, und 17.500 ist eine extrem wichtige Supportline. Wenn die nicht hält, dann sind wir ganz schnell Richtung 14.000 oder 12.500 unterwegs, weil dann natürlich die Mechanismen des Marktes greifen. Stops werden gerissen, Unterstützungen werden gerissen. Daraus resultieren anstehende Abverkäufe. Und dann ist natürlich, wie leider jetzt seit Januar oder schon eigentlich seit Winter letzten Jahres, die Richtung weiter vorgegeben. Also im Moment ist die Hoffnung noch da auf das Halten der, ich sage mal, 17,5. Aber auch hier leider muss man den Blick nach unten richten. Und wenn es bricht, dann Richtung 12,5 und dann vielleicht sogar etwas tiefer. Also 4 Charts, 4-mal abwärts gerichtet. Ich habe zum Glück nicht Haus und Hof auf Bitcoin verwettet, von daher kann ich damit ganz gut umgehen. Und außerdem gibt es ja an der Börse immer noch auch die Möglichkeit, von fallenden Kursen zu profitieren, wenn man denn die Nerven dafür hat. Martin, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Ich habe zu danken, freue mich aufs nächste Mal. Schönen Tag euch noch.